Schon früh füllten sich am Samstagabend die Reihen der neuen Erdgas-Schwaben-Arena in Kaufbeuren zur spektakulären Eröffnungsveranstaltung. Ein volles Programm erwartete die Besucher, alles im Namen des neuen Stadions, das nun das neue Zuhause des ESV Kaufbeuren sein wird. Herzlichen Glückwunsch den Kaufbeuren zu so einem wunderbaren Stadion. Das ist aus meiner Sicht, es ist wirklich ein Highlight in Kaufbeuren, und vor allem, wenn man die Geschichte nochmal anschaut, wie das Stadion entstanden ist, die Diskussionen und wie es dann schlussendlich zum guten Ende gekommen ist, alle können stolz drauf sein. Und stolz sind alle Beteiligten. Vorneweg Oberbürgermeister Stefan Bosse, der mit Schirmherr Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockeybunds, die Eröffnungsrede hält. Feierlich führte anschließend der Sponsor Erdgas Schwaben das Programm des Abends an. Nun, Erdgas Schwaben hat sich zunächst mal in einen Wettbewerb durchgesetzt und wir sind sehr froh über dieses Ergebnis. Erdgas Schwaben passt sehr gut zu Kaufbeuren, weil Kaufbeuren mit der Firmengeschichte von Erdgas Schwaben eng verbunden ist. Also wir sind seit über 150 Jahren in Kaufbeuren tätig, früher mit dem alten Gaswerk, jetzt eben mit der Erdgasversorgung und mit der Energieversorgung im Allgemeinen. Wir sind im Grunde Kaufbeurer und so fühlen wir uns auch. Ich persönlich muss mich als Eishockey-Fan outen, insofern fiel es mir besonders leicht. Kein Wunder also, dass dieser Name nun über das Eis fährt, um alles für die regionalen Acts des Abends vorzubereiten. Dann ging es weiter mit dem Showdown des offiziellen Eröffnungsabends. Eiskunstgrößen aus der ganzen Welt fegten über das Eis. Allen voran Aljona Savchenko und Bruno Mazo, regionaler Stolz und Olympiahoffnung aus Oberstdorf. Die große Lasershow rundete dann die gelungene Eröffnung der Erdgas-Schwaben-Arena ab.